Long Table Bridge dient vor allem zur Aktivierung der Gesäßmuskulatur und der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Wir setzen uns also auf den Boden, platzieren unsere Hände direkt neben den Körper und stellen unsere Beine auf. Wir bilden mit dem Körper eine Art Tischplatte, strecken unsere Hüfte Richtung Decke, drücken uns mit den Armen und Beinen aktiv vom Boden weg. Dabei die Pobacken schön zusammenkneifen, wenn das getan ist, möglichst langsam und kontrolliert in die Ausgangsposition gehen.